Frau Buser, einen besseren Abgang kann man nicht machen. He? Das Goal machen und dann gerade wieder gehen, weil jetzt haben Sie alles gesehen, oder? Ja, es war ein schönes Goal und ja, ich bin glücklich, dass ich das geschossen habe. Das war wahrscheinlich dann die definitive Entscheidung für diesen Match. Wie haben Sie das erlebt, hier im Wankdorf? Also wie generell den Match, oder was? Ja. Ja, am Anfang sind wir schwierig ins Spiel hineingekommen. Also, das habe ich gar nicht gut gefunden, die erste Halbzeit. Da haben wir uns noch nicht so gefunden gehabt, aber nach der zweiten Halbzeit haben wir uns können steigern, haben können zeigen, was wir können und ja, dementsprechend dann auch die Goal geschossen und ja, gewonnen. Aber ein bisschen Angst habt ihr wahrscheinlich schon gehabt, wo ich gerade mit dem Pause, also mit dem Wiederanfang das Goal schießt, oder? Es geht, also ich glaube, wir sind einfach nicht ganz wach aus der Pause rausgekommen, aber das war vielleicht auch ein bisschen der Weckruf für uns gewesen. Und ja. Es ist gut gekommen, zum Glück. Chancenauswertung sicher auch das Thema nach dem Match. In der ersten Halbzeit hatten wir die Chance, eigentlich den Match zu entscheiden. Warum hat es nicht geklappt? Definitiv. Also, wir haben sicher auch viel die falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht mal noch einen anderen Pass spielen als den, den wir dann tatsächlich gespielt haben. Und ja. Ich war bis jetzt ungeschlagen gewesen. Ihr seid jetzt die Ersten, die sich besiegen können. Was heisst das für die Liga, für eure Mentalität? Ja, hat uns sicher als Team einen Schritt weitergebracht und ja, wir machen einfach weiter wie bisher. Und jetzt gibt es noch den Cup in Lugano, sicher auch speziell und nachher noch zwei Runden mehr in der Liga oder drei sogar, jetzt weiß ich gerade nicht auswendig, ich glaube drei. Was glaubt ihr, könnt ihr bis dort noch weiter ruhen in der Tabelle? Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Also wir probieren das Maximum zu rausholen. Probieren jedes Wochenende zu performen und ja, Gas zu geben. Frau Schassberger, jetzt ist es passiert. Nach 10 Matches sind wir auch mal geschlagen worden. Wie bitter ist das? Ja, man hat uns sicher anders vorgestellt. Also man hat sich ganz klar einen Sieg vorgenommen. Jetzt ist es leider nicht so rausgekommen, aber wir werden dranbleiben, um einfach im nächsten Spiel wieder Vollgas geben und wieder zu gewinnen. Wie war das in der Pause? Was ist dort durchs Team gegangen, dass ihr so gut wieder reingekommen sind? Ja, wir haben einfach die Punkte besprochen, die wir nicht so gut gemacht haben, haben die probiert besser umzusetzen und wir haben uns einfach vorgenommen, zurück ins Spiel zu kommen und wir wollen den Sieg und wir geben Vollgas und so sind wir dann auch gerade in die zweite Halbzeit gestartet. Dann haben wir das Goal, ihr seid wahrscheinlich ein bisschen am Drücken dort. Ich habe gehört, die Bank viel Entsetzung bei dem Penalty. Der hat euch wahrscheinlich ein bisschen das Leben schwer gemacht, oder? Ja, also, ob es der Penalty war, das kann ich nicht so sagen. Das entscheidet schlussendlich der Schiri. Ja, ich denke, es war sicher nicht gerade so glücklich für uns. Und es hat uns gerade ein bisschen aus dieser guten Phase rausgeworfen. Und wir sind leider nicht mehr ganz so gut zurückgekommen, als wir es uns eigentlich vorgenommen hätten. Nachher hat Basel halt das gemacht, was Basel kann, Goal geschossen. Wie war es für Sie so gewesen, nachher in diesen Match reinzukommen, bei diesem Resultat, wo es halt einfach darum geht, einfach möglichst nochmal etwas rauszuholen? Ja, wir haben folgendes jetzt nochmal Vollgas gegeben und probieren möglichst halt offensiv zu arbeiten, dass wir noch einen Anschluss hätten können machen, ja. Jetzt ist es für euch ärgerlich, aber wie gesagt, das erste Mal, wo ihr verliert diese Saison. Wie haben Sie die Saison bis jetzt erlebt? Also eigentlich sind wir auch sehr gut in die Saison gestartet, zwar mit einem Unentschieden, aber wir waren ja bis jetzt ungeschlagen gewesen. Wir haben einfach unsere Qualitäten geschaffen und ich glaube, wir sind ein gutes Team und vor allem haben wir auch als Team zusammen. Und deswegen denke ich, dass jetzt die Niederlage uns nicht so weit zurückwirft, wo wir eigentlich wirklich ein gutes Team sind. Ein anderes Ziel, das ihr euch natürlich gross geschrieben habt, ist ja der Cup. Nächste Woche sind wir da, auch live auf Abseits gegen Aarau im Cup. Was glaubt ihr, wird dort für ein Match für euch warten? Es wird sicher nicht ganz einfach Spiel, denke ich. Beim Göpp ist immer alles möglich. Das haben wir jetzt auch gesehen bei den Teams, die es jetzt so weit geschafft haben. Aber wir sind von unserer Qualität überzeugt und unser Ziel ist ganz klar Göpp-Final. Frau Kulich, 1-4, das erste Team, das IB diese Saison schlagen kann. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Boah, war ein langer Kampf so. Also sind schwer reingekommen, finde ich. Klar haben wir in der ersten Halbzeit direkt die Chancen auch gehabt. Haben da kein Tor geschossen, was wir uns vorwerfen müssen. Aber ich finde, wir haben Schwierigkeiten gehabt, Verbindungen zu finden, klare Zuspiele dann auch einfach zu Ende zu bringen. Grundsätzlich jetzt haben wir eine klare Leistungssteigerung dann auch gesehen, haben dann die Tore gemacht, teilweise auch echt schön herausgespielt und ich glaube schon auch verdient so hoch gewonnen.
Was war da los, als Sie aus der Pause rauskamen und Diebe sofort ein Tor erzielt? Wie kam es dazu und wie kam es zu der Nervosität gereicht nach dem Ausgleich? Ja, also grundsätzlich wissen wir, wie eBay auch spielt. Also ich fand auch, dass sie immer wieder in der ersten Halbzeit versucht haben, Druck zu machen, phasenweise da auch situativ rausgestochen sind, Druck auf unsere Aufbaukette gemacht haben. Und das war uns auch bewusst. Da waren wir nicht ganz wach, was ja natürlich nicht gut ist, dass man sich da direkt in der zweiten Halbzeit das Unentschieden fängt. Aber klar, wir müssen da stabil bleiben, finde ich, haben wir dann auch. Wir sind mehr und mehr reingekommen in unser Spiel, waren viel stabiler dann auf dem Platz und haben gemeinsam einfach uns da reingesteigert und schlussendlich dann ein gutes Spiel auch abgeschlossen. War das Pressing von eBay der Grund, weshalb Sie Eleni Marku dann ins Spiel brachten, auf einer Position, die ja nicht unbedingt Ihre ist, damit Sie halt von hinten aus ein bisschen besser aufbauen können? Ja, teilweise hat Eleni ja schon auf der Position gespielt. Ich muss sagen, dass wir versuchen, immer unsere Stärken auch irgendwo reinzubringen von unseren Spielerinnen. Ich glaube, dass Eleni da einfach auch wichtig war mit ihrer Ruhe und mit ihrem guten Passspiel, gegen den Druck dann trotzdem Lösungen zu finden. Und das hat sie ganz gut gemacht. Ich glaube, insgesamt natürlich dann, sie spielen das so sauber zu Ende, hätte auch 1-5, 1-6 geben können am Schluss. Man hat einfach gesehen, auch hier, Ihr Team ist physisch extrem überlegen, meistens. Wie können Sie daraus noch mehr Früchte ernten? Ja, wir wollen natürlich mehr Tore schießen. Also wenn wir so klare Torchancen haben, dann ist unser Anspruch, dass wir den Ball über die Linie drücken. Da sind wir noch sehr nachlässig. Also da gebe ich Ihnen recht. Ist auch nicht unser Anspruch, da wollen wir besser werden. Aber man sieht, also wir haben einfach einen guten Kader. Wir haben eine gute Breite. Wir können immer wieder nachlegen. Wir können Spiele verändern auch von der Dynamik her. Können da Persönlichkeiten reinbringen. Und das ist natürlich schon eine große Stärke. Und die wollen wir immer wieder nutzen. Also wollen wir nicht nur heute machen, sondern in jedem Spiel eigentlich. Nächstes Wochenende geht's in den Cup. Dann die Woche drauf ist die Vorrunde vorbei. Man spielt dann noch 2 Spiele. Denken Sie, bis Dezember können Sie Zürich und Servette hinter sich lassen? Ja gut, wir gucken in erster Linie natürlich nur auf uns. Also wir haben hier ein Projekt, wir versuchen uns weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt noch insgesamt dann 4 Pflichtspiele, die wollen wir gut beschreiten. Da wollen wir alles, was wir auch gelernt haben die letzten Monate, wollen wir auf den Platz bringen. Und wie es dann aussieht, ist erstmal Nebensache tabellarisch. Von daher, wir schauen auf uns und versuchen alle 4 Spiele erfolgreich zu bestreiten. Kaderplanung, im Winter darf man ja wieder. Stehen da schon ein paar Sachen auf der Liste oder wie gehen Sie die an? Ja, grundsätzlich reden wir ja immer über unseren Kader. Also da sind wir sehr vorausschauend und denken auch voraus. Klar kommt eine Winterperiode, das gehört dazu im Fußball, dass man immer wieder abgleicht. Passt es so? Fehlt es vielleicht noch ein bisschen auf ein paar Positionen? Sind wir da noch nicht ganz so zufrieden? Aber grundsätzlich haben wir ja tolle Spielerinnen. Und von daher sind wir erstmal so, glaube ich, ganz gut bestückt und gehen jetzt die nächsten Woche auch nochmal in Gespräche und überlegen eben, wo müssen wir vielleicht das ein oder andere noch nachrüsten. Frau Wübenhorst, schwierige Partie wahrscheinlich für Sie heute. Das erste Mal geschlagen seit 10 Spielen. Ja, also ja, genau, man ist es nicht mehr gewohnt zu verlieren. Ich kann sowieso nicht so gut verlieren und ich glaube, die Mannschaft ärgert sich auch, weil ich glaube, als wir das 1-1 machen, da war eigentlich eine gute Phase und dann kommt halt dieser doofe Elfmeter und dann waren wir irgendwie ein paar Minuten richtig aus dem Konzept, haben zu große Abstände gehabt und das hat Basel dann super bestraft und genau das waren, glaube ich, die Minuten, die uns dann das Spiel komplett gekostet haben. Aber für mich, muss ich sagen, für meine Truppe auch jetzt, ich hatte irgendwie fast wieder nur Spielerin, ich glaube im ganzen Kader nur aus der eigenen Jugend und ich muss sagen, dass wir in jedem Spiel sehr viel lernen und mitnehmen und dass wir auch in diesem Spiel gegen so eine gestandene, erfahrene Mannschaft und gerade auch physisch starke Mannschaft mit Nikolic, Rudelic, Kumbasso, dass wir da einfach, das war glaube ich der größte Punkt, dass wir einfach dort die Zweikämpfe im Infight, im Zentrum, dass wir da uns zu wenig behauptet haben und das ist glaube ich das, was Basel auch stark macht mit der Physis. Und sonst machen wir es eigentlich ordentlich, glaube ich. Wenn wir mutig Fußball spielen, wenn wir mutig durchlaufen in unseren Anlaufmomenten, dann sieht es gut aus. Aber wenn wir halt ein bisschen zu viel Respekt vom Gegner haben, dann merkt man das halt auch schnell.
Das mit dem Durchlaufen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, wenn ihr Team also wirklich anläuft, das Pressing macht, meistens auf ihren Befehl halt erst, dann klappt es, dann hat Basel Mühe. Warum ist das nicht ganz angekommen bei der Mannschaft, dass sie halt mehr solche Pressing-Momente haben müssen? Ja, ich glaube, weil sie schon auch Respekt hatten von der individuellen Qualität von Basel und sie wussten, dass sie dann in Situationen hinten nochmal in 1-gegen-1-Situation reinschieben müssen und dass sie davor ein bisschen Respekt haben und deswegen es nicht komplett durchgezogen haben. Zudem kommt natürlich, dass so eine Spielerin wie Nao, die schon für uns wichtig ist, oder Noalin, dass sie noch bei der Nationalmannschaft irgendwie 3 Spiele sogar machen mussten, nicht wie die Nations League nur 2. Und das waren jetzt, wo gerade Caro Kraftcheck bei uns ausgefallen ist, irgendwie die einzige Möglichkeit, die wir noch hatten im Zentrum und dann auch Chris. Und wir können eben nicht so, jetzt gerade auch noch dann einige ein bisschen angeschlagen, krank, so wie Basel das kompensieren. Wer weiß, will man jetzt nicht, aber Kim Kulig hat ein bisschen Angst bekommen nach dem 1-1, weil sie wechselt die Innenverteidigerin aus, weil sie Angst vor dem Pressing hat. Interpretiere ich, werde sie dann noch fragen. Wäre dieser Elfmeter nicht gekommen, glauben Sie, sie hätten jetzt Punkte? Ich glaube, dass wir zu der Phase gut drin waren und ich glaube, dann wäre das Spiel sehr offen geblieben bis zum Schluss, ja. Nächste Woche sind wir auch wieder hier, live bei uns auf Abseits der Cup gegen Aarau. Aarau hat ein paar Veränderungen, seit sie das letzte Mal da 7-0 gewonnen haben. Was erwarten Sie da von diesem Spiel? Ja, also wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. Also wir durften Thun damals, wo wir da Punkte gelassen haben. Also wir können uns das nicht erlauben. Wir werden mit voller Kapelle spielen und werden probieren, ein paar Mädels aber auch vielleicht jetzt schon die Woche ein bisschen zu entlasten. Und dann wollen wir auf jeden Fall, komme was wolle, eine Runde weiterkommen. Und dann gibt es nochmal 3 Runden in der Meisterschaft. Die Vorrunde wird sozusagen abgeschlossen. Man spielt schon mal 2 weitere Spiele. Was erwarten Sie da von diesen 3 Spielen, die da noch kommen? Ja, ich glaube, dass mit Luzern jetzt eine Mannschaft, die auch gegen St. Gallen gepunktet hat, eine Mannschaft ist, die sich jetzt auch so ein bisschen gefunden hat, die alle mit auf Augenhöhe mit uns sind, genauso wie St. Gallen und wo wir einfach 100% geben müssen, um alle zu schlagen, Rapperswil-Jona sowie Luzern und auch St. Gallen. Und ich glaube, das wissen meine Mädels aber auch, dass wir da uns einfach nochmal komplett fokussieren, konzentrieren, um nochmal einen kleinen Endspurt hinzulegen. Jetzt noch was anderes. Die Kollegen von Soccer Donau handeln sie als eine der Top 5, Top 6, um Martina Voss-Tecklenburg zu beerben beim DFB. Wie hören Sie diese Nachricht und wie groß sind da die Chancen? Es ehrt mich natürlich, dass mich da überhaupt irgendjemand handelt, aber gleichzeitig fühle ich mich immer noch sehr wohl und hoffe, dass ich mich hier mit den Young Boys einigen kann, um meine Reise, die wir jetzt, glaube ich, gut begonnen haben, auch hier noch ein paar Jahre weiterführen zu dürfen.